Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wo ich jetzt schon seit einiger Zeit versuche, diese Anmoderation durchzuziehen, ohne dass mir ständig irgendjemand ins Wort fällt. Aber Serana ist der Meinung, sie müsste mir so gefühlt alle 5 Sekunden dieselbe Frage stellen, obwohl ich sie nicht mal angucke, sie ist nicht mal im Bild. Ich guck doch nicht mal in deine Richtung, lass mich doch einfach in Ruhe. Du bist ja schlimmer als der Löffelmörder. Ey, das ist... Ich muss mich mal anders hinsetzen. Okay. Oh. Wie hat der Vergleich mit dem Löffelmörder jetzt gefruchtet, oder was? Hat das jetzt gereicht? Du bist jetzt... Nee. Warum bückt sie sich eigentlich? Ich meine, wir sind doch gar nicht gebückt. Ist egal, wir schleichen da jetzt mal rein. Wir wollen ja jetzt die Volkihar-Krypta durchsuchen, weil wir ja vermuten, dass sich Serranas Mutter hier direkt in der Burg versteckt, an dem einen Ort. An dem Harkon. Sie niemals vermuten würde, und sie hat ja eine der Elder Scrolls bei sich, die wir ja brauchen, um diesen komischen Bogen zu finden. Es ging doch um Bogen, meine ich, oder? Was wolltet ihr? Alter. Da ist jemand. Ach, ein Rädchen. Ja, was wolltet ihr? Alter, allmählich gehst du mir auf den Sack. Wer ist da? Ist wohl verschwunden. What the fuck ist da gerade passiert? Ist diese Ratte gerade durch die Wand geflogen? Und warum haben die hier Äpfel und sowas in dieser Burg? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Alte Wasserzisterne. Manchmal würde es so riechen, als ob... Seid froh, dass ihr damals nicht hier gewesen seid. Okay, aber da kommen wir nicht so ohne weiteres runter, beziehungsweise... Ich muss mich anders hinsetzen, das ist gerade... Irgendwie juckt mein Fuß, das ist total komisch. Also von hier kommen wir da zumindest nicht hin, aber ja, wir können ja von... Was wolltet ihr? Einfach ignorieren. Einfach lächeln, ignorieren und weitermachen. Von hier kommen wir da ja rein. Können wir uns ja diese Vampirköter da vornehmen. Ist wohl verschwunden. Ich weiß immer noch nicht, was genau das eigentlich bedeuten soll. Vor allem, sie kann schlechter schleichen als wir. Ne? Die greifen immer alle sie an. Irgendjemand hat gerade die Toten zum... Oh. Da hinten ist noch ein wilder Vampir. Schau mal, einer, guck. Mit einem Tagebuchfragment. Aber ich muss sagen, insgesamt klappt das mit Wutrat irgendwie gerade wesentlich besser als mit dieser... total überhypten und absolut und vollkommen nutzlosen Vampir-Firstform. Ring der geringen Zerstörung. Zerstörungszauber kosten 12% weniger Magicka. Den nehme ich einfach mal mit, auch wenn wir im Großen und Ganzen eigentlich überhaupt keine Zerstörungsmagie benutzen. Aber es ist mir egal, das ist ein magischer Ring und ich will ihn haben. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 12, willst du mich verarschen? In Stufe 49. Was denkst du, wie viele Personen und Kreaturen der Stufe 12 uns noch über den Weg laufen werden? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist schon ein bisschen lächerlich, gell? So, affizeli lächerlich ist es. Vulkanglasbogen. So rein theoretisch würde er mich schon reizen, weil er ja auch keine Verzauberung hat. Das bedeutet, dass ich
ihn rein theoretisch mit einer eigenen Verzauberung belegen könnte. Nur was lassen wir dafür hier? Weil, schwer und so, ne? Haben wir irgendwelche Sachen, die so ein bisschen mehr wiegen? Eigentlich nur den Helm der Wasseratmung hier. Das ist ja... was war das jetzt? 58 plus Frostschaden. +31. Also eigentlich... nee, wir brauchen den nicht. Wir haben Frost und wir haben Feuer auf unserem Bogen. Das ist eigentlich... Es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit irgendwas treffen, das gegen beides resistent ist. Zaubertrank der kleinen Heilung. Ist das euer Ernst? Vampir-Panzerhandschuhe. Mhm. Ja, was wolltet ihr? Ich mach Alchemie. Ich mach Alchemie. So wirklich Alchemie machen kann ich hier gar nicht gerade, oder? Ein Distelzweig und ein ein Nierenwurz und ein rauer Wulstling. Stell her. Dann halt nicht. Hier, Feuerresistenz, das machen wir. Da stellen wir jetzt einfach ein paar von her und skillen mal unsere Alchemie. Was haltet ihr davon? Wir haben es hoffentlich aus... Es wird schwerer, als es vorher war. Furchtbar. Das bedeutet, dass wir bei Gelegenheit dann mal zu unserem Haus zurückkehren werden, um ein paar Tränke da abzulagern und sowas. Ja, was wolltet ihr? Eigentlich nur, dass du mich endlich mal in Ruhe lässt. Was ist denn ein hypothetischer Verrat? Ein Drama in einem Akt? Es blätter mal kurz durch. Der ein oder andere von euch möchte es ja vielleicht lesen. Der kann dies somit dann jetzt hier an dieser Stelle tun. Während in der Ferne ein Hund bellt. Denn dieser Hund will nicht einfach nur ein Hund sein. Dieser Hund will einfach nur ins Internet. Einfach mal so tun, als würde ich das tatsächlich jetzt gerade auch überfliegen und lesen, was da steht. Und nicht einfach nur Gedanken verloren durch die Gegend starren und hier zwischendurch immer mal wieder auf die Taste drücken, damit eine Seite weiterblättert. Oh Gott sei Dank, das ist der Ende. Ja, also das war jetzt definitiv mal ein sehr interessantes Buch. Aber apropos interessante Bücher, wir haben ja ein Tagebuchfragment, ne? Ich muss auch mal hier die Frau des Holzfällers und der Körper der Werwölfe und Anmerkungen zur Trübhöhlengruft Band 3. Das haben wir doch schon gelesen, oder? Wandernde Laura, Sender. Gargoyles, Blaumblub, yo, das kennen wir. Das kann dementsprechend einfach mal hier bleiben. Das habe ich nicht ausgewählt. Das hier habe ich ausgewählt.
Ah, da geht es um Labyrinthion. Ja, okay, das kann man ja irgendwann mal. Und das unsterbliche Blut natürlich, weil das hat ja. Kann ich das irgendwie lernen hier? Ja, das ist. Nö. Na gut. Alter, dieser Hund, ne? Dieser Hund. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ständig ist er nur am Kläffen. Das ist ganz furchtbar. Tagebuchfragment. Eigentlich können wir in einer der Folgen diese Woche, wir haben ja diese Woche 2 Stunden Zeit, ja? 2 Stunden Skyrim diese Woche, weil The Witcher nach wie vor pausiert ist, weil ich da tatsächlich auch noch nicht dazu gekommen bin, den Spielstand in irgendeiner Art und Weise zu rekonstruieren. Das könnte ehrlich gesagt auch noch ein bisschen dauern. Ist aber egal. Wir haben ja Skyrim und Ende des Monats kommt tatsächlich auch noch ein weiteres Projekt auf den Kanal, auf das ich mich jetzt schon tierisch freue. Ja, mehr dazu später. Ich muss schon wieder anders hinsetzen. Ich sitze heute auch mal wieder in meinem Sessel. Die letzten Aufnahmen habe ich immer in so einem Stuhl gemacht, so einen Gartenstuhl tatsächlich, den ich mir ins Arbeitszimmer gestellt habe. Jetzt sitze ich mal wieder in meinem schönen Ledersessel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich bewege, dann klingt das so, als würde mein Darm versuchen, sich in einer Tropfsteinhöhle zu entleeren. Ja, na, auf jeden Fall. Wir haben ja 2 Stunden Zeit diese Woche, Skyrim. Dann können wir ja mal mindestens eines dieser Bücher vielleicht tatsächlich auch mal lesen im Rahmen des Let's Plays. Und nicht einfach nur durchblättern, sondern tatsächlich mal lesen. Weil der Grund, warum ich mir die ins Inventar geschaufelt habe, statt die einfach an Ort und Stelle durchzublättern, ist ja der Grund, dass die mich tatsächlich auch selber interessieren und dass ich die auch ganz gerne selber lesen würde. Und da wir ja jetzt mehr Zeit haben als diese 35 Minuten die Woche, warum nicht? Aber jetzt erstmal hier. Tagebuchfragment. Ich bin also nicht gut genug, um in ihrer blöden Festung zu leben, ja? Diesen Dummköpfen ist wohl nicht bewusst, dass ich mich in die Krypta zurückgezogen habe und nach die Kontrolle über ihre eigenen Todeshunde übernehme. Ich werde meine Rache haben. Ja. Viel Erfolg dabei. Hat ja super funktioniert, ne? Ja, was wolltet ihr? Valerika und ihr, wart ihr gut befreundet? Bevor Vater von der Prophezeiung besessen war, verbrachten Mutter und ich ziemlich viel Zeit zusammen. Sie war sehr stolz auf ihren Alchemistengarten im Innenhof der Burg und brachte mir einiges über den Anbau hochwertiger Zutaten bei. Ihr seid also immer gut zurechtgekommen? Wir waren wie beste Freunde. Ich erzählte ihr immer alles, ohne zu zögern. Aber dann hat sich alles verändert. Es kam alles sehr plötzlich. An einem Tag sind wir noch eine normale Familie. Am nächsten erkenne ich uns nicht wieder. Wenn ich Mutter im Garten besuchen wollte, schickte sie mich fort, weil sie zu viel zu tun hatte, sagte sie zumindest. Deshalb sind wir dorthin? Sie muss in diesem Garten irgendetwas ausgeheckt haben. Ich hoffe, sie hat uns einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort hinterlassen. Wie der eine oder andere findige Zuhörer unter euch zweifellos schon deduziert hat, habe ich gerade mal einen Schluck getrunken, weil mein Hals schon wieder kratzt. Habt ihr hier unten viel Zeit verbracht? Ich bin gerne auf Entdeckungstour gegangen. Meine Eltern haben mich fast nie von der Insel gelassen. Deshalb bin ich oft hier unterwegs gewesen. Damals war es etwas ruhiger. Vermutlich hat ein kleines Vampirmädchen gereicht, um die Ratten zu verjagen. Das klingt sehr einsam. Das war's. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Erzählt mir etwas über eure Familie. Dazu gibt es nicht besonders viel zu sagen. Ihr habt bereits die Besessenheit meines Vaters erlebt. Meine Mutter ist da nicht viel besser, aber das werdet ihr schon bald selbst sehen. Klingt so, als hättet ihr keinen von ihnen besonders gemocht. Das ist nicht so einfach. Das ist es mit Familien wohl nie, oder? Wie sieht es mit euch aus? Wie waren eure Eltern? Meine Eltern! Oh Gott, wir sind fast da. Ich kann es kaum erwarten, sie wiederzusehen. Was zur Hölle soll denn das bedeuten?
Sie waren gute Leute. Ich vermisse sie. Nehmen wir einfach mal die generischste Antwort, die wir hier rausziehen können. Oh, es tut mir leid. Ich wollte bei euch keine schlechten Erinnerungen wecken. Schon in Ordnung. Lasst uns einfach weitergehen. Nein, ich will reden. Ihr sprecht oft darüber, einsam zu sein. Nun, wenn man so aufwächst wie ich, gewöhnt man sich daran. Fühlt ihr euch noch immer so? Ein wenig. Das ist einer der Gründe, warum ich euch folgen wollte. Aber was ist mit euch? Was ist mit mir? Fühlt ihr euch manchmal einsam? Gibt es noch andere Personen in eurem Leben? Sagen wir mal rein theoretisch, gibt es da wohl schätzungsweise eventuell mindestens eine Familie irgendwo? Aber ich habe viele Freunde. Nun, jetzt habt ihr einen weiteren. Oh Gott. Ich bin ganz ehrlich, ich will das eigentlich gar nicht sagen. Ja? Ich möchte ihr nicht direkt ins Gesicht lügen, aber ich glaube, wir haben eventuell eine Chance, wenn wir uns mit ihr gut verstehen, ihr über kurz oder lang den Vampirismus auszureden. Und sie vielleicht dazu zu bringen, dass sie auch die Heilung will oder irgendwie sowas in der Art. Ist zumindest so ein bisschen meine Theorie. Oder vielleicht kann sie uns ja wenigstens im meinen Erwartungen zufolge unausweichlichen Duell mit ihrem Vater unterstützen, wenn wir sie im Vorfeld auf unsere Seite ziehen. Deswegen bin ich jetzt einfach mal froh, dass ihr bei mir seid. Mir auch. Was? Das ist alles schon irgendwie sehr rührend, aber gibt es jetzt nicht wichtigere Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssten? Blöde Zicke! Dann geh ich halt. Mir ist das doch egal. Ich ertränke mich jetzt. Oh Gott, das Wasser ist nicht mehr tief genug, um mich zu ertränken. Haha, du wartest in Scheiße. Jui. Ja gut, ich auch, aber mir ist das egal. Also von daher, ich muss es ja nicht riechen. Das hier ist eine dieser doppelten Sicherheitseinrichtungen, die mein Vater mit zunehmendem Verfolgungswahn hat einbauen lassen. Wenn wir diesem Weg folgen, können wir den anderen Schalter finden. Okay, also hier rein und nach links. Woher seid ihr denn? Das wird euch eine Lehre sein. Hier, da, du wolltest nach links. Ja. Die wollte mich hier gerade ins Wasser schubsen, ne? Ich hab die Stacheln im Wasser durchaus wahrgenommen. Du! Ich schlag gleich zu. Die Fallen hier sind alle aktiviert, interessanterweise. Und das gerade war so eine Situation von, wie zur Hölle hat er mich nicht gesehen? Ah, hier wäre also wieder hochgekommen, ne? Gut, dann können wir ja mal kurz gucken, ob es hier unten was zu holen gibt. Sind ja interessanterweise auch nicht überall Stacheln, ne? Ich höre schon wieder irgendwas über uns. Mal gucken gehen, was das war. Es klingt fast wie Spinnen. Aber ich glaube, es sind Hunde. Und guck mal, der Hund da hinten links. Der
der zappelt und vibriert hier so ein kleines bisschen vor sich hin. Ich fühle mich bei diesen Hunden auch total an Obscuritas erinnert. Woher seid ihr gekommen? Das hätten wir geschafft. Das war ja jetzt auch nicht so schwer. Okay, da hinten geht es dann hier aus diesem, ja, ich sag mal, Loch wieder raus. Was ist das da? Autsch. Haben die mir gerade ein Skelett an den Kopf geworfen oder was war das? Scheiß auf das Skelett, ich will den Geldbeutel haben, so. Ja, was wolltet ihr? Die 26 Gold, die ich mir gerade genommen habe. Dankeschön. Du darfst dich entfernen. Ja, was wolltet ihr? Dich entfernen. Dankeschön. Also wenn es hier nicht noch irgendwo Spinnen gibt, ja? Fresse ich einen Besen. Hier Schlösser knacken können wir auch mal auf 100 Skill, ne? Und dann könnten wir uns ja so rein theoretisch allmählich... Oh. Wenn man vom Teufel spricht... dann könnten wir uns so allmählich ja vielleicht auch mal ein paar Gedanken darüber machen, wie es nach dem Abschluss von Skyrim weitergehen soll. Ich meine, Elder Scrolls 6 ist angekündigt, das wird aber noch ein paar Jahre dauern. Können wir mal Elder Scrolls Online ausprobieren. Wir müssen aber auch nicht unbedingt, wir können auch Oblivion oder Morrowind oder ich könnte mal gucken, ob ich Daggerfall oder Arena finde und zum Laufen bringe oder sonst was. Wir können auch was ganz anderes machen, muss ja nicht Elder Scrolls sein, also da haben wir ja... Nur also ich gehe mal stark davon aus, eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir, da das Witcher-Let's Play ja zurzeit pausiert ist, jetzt wieder 4 Folgen Skyrim die Woche haben, dass wir uns mit diesem Spiel jetzt dann halt auch nicht mehr so super lange beschäftigen werden, ja. Gut, für den Rest dieses Jahres könnte es eventuell noch reichen, aber dann wird es schon knapp. Ja, es ist doch eine Spinne, die ich gehört habe. Eine große. Ich bin doof, ne? Rein theoretisch wäre das jetzt meine Chance gewesen, mein Schleichen weiter zu skillen. Also bei nächster Gelegenheit sollte ich das echt mal machen, dass ich mich einfach hinter so einem Typen mal hinterstelle. Und einfach schleiche. Um Schleichen auf 100 zu skillen. Das wär's doch, oder? Ach, hier oben bin ich jetzt. Warum habe ich das eigentlich nicht schon längst gemacht? Ich Idiot. Sie ist in eine der Fallen gelaufen, weil sie doof ist. Geht einfach zur Tür. Ach, war das eben der Boss? Von diesem Dungeon? Das war ja schon wieder... Das war ja relativ übersichtlich und problemfrei. Das sieht relativ tot aus, alles hier. Was ist hier nur geschehen? Alles ist heruntergekommen. Der ganze Ort sieht so tot aus. Als wenn wir die Ersten wären, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Wahrscheinlich, weil wir die Ersten sind, die ihn nach Jahrhunderten betreten. Ja? Was wolltet ihr? Nichts.
Früher bin ich hier oft nach dem Abendessen spazieren gegangen. Es war einst ein wunderschöner Ort. Das hier sieht vielversprechend aus. Dieser Garten gehörte meiner Mutter. Wisst ihr, wie schön etwas sein kann, wenn es über hunderte von Jahren von Meisterhand gepflegt wird? Wo ist sie denn gerade? Ach, da. Hätte ihr das Herz gebrochen. Da unten. Na, was hast du jetzt entdeckt? Das große Geheimnis des Innenhofes der Burg? Etwas stimmt nicht mit dieser Monduhr hier. Einige Teile fehlen und das Zifferblatt ist schief. Ich wusste gar nicht, dass diese Teile entfernt werden können. Vielleicht will Mutter uns damit etwas sagen. Mhm. Und wie bist du denn jetzt auf diese Monduhr aufmerksam geworden? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe die am Anfang, also ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen oder mir irgendwie dabei gedacht, dass das irgendwas Relevantes sein könnte hier oder sonst was. Das ist, also dein Scharfsinn und deine Auffassungsgabe sind echt enorm. So, tschüss. Ja, ich untersuche ja mal. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Wenn ich es dir doch sage, ich darf irgendwie nicht mit ihr interagieren. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Was ist mit dem Innenhof der Burg geschehen? Müsste ich raten, würde ich sagen, dass Vater durchgedreht ist, als Mutter die Burg verließ. Wie ich ihn kenne, wurde alles, was ihn an sie erinnert, einfach zerstört. Dann hat er es mit einer Wand abgetrennt. So scheint es. Vermutlich wollte er die Vergangenheit hinter sich lassen. Hätte er mehr Zeit mit uns verbracht, hätte er die Schönheit vielleicht selbst erkannt. Und was ist an der Monduhr so besonders? Nun, soweit ich weiß, ist sie die einzige ihrer Art. Die früheren Besitzer der Burg hatten im Innenhof eine Sonnenuhr, die meiner Mutter ganz offensichtlich nicht gefallen hat. Sie hat einen Elfenkunsthandwerker dazu überredet, einige Verbesserungen vorzunehmen. Ihr könnt die Platten sehen, die die Phasen der Monde, Masse und Sekunde zeigen. Funktioniert sie? Das ist es ja. Was ist denn bitte der Sinn einer Monduhr? Ich habe mich immer gefragt, warum sie nicht einfach das ganze Ding entfernen ließ. Aber sie hat sie geliebt. Vielleicht war die Uhr für sie ja wie eine Art Kunstwerk, von dem sie sich nicht trennen wollte. Was soll ich genau machen? Schwer zu sagen. Wenn wir die fehlenden Teile finden würden, könnten wir es vielleicht herausfinden. Ah. Okay, gut. Dann lass mich den nächsten Teil, den nächsten Abschnitt unserer Kooperation auf der Suche nach einer Schrift oder der Alten nochmal ganz kurz für mich selbst rekapitulieren. Du stehst hier in der Mitte des Innenhofes und gibst immer wieder kryptische Hinweise von dir, will heißen, du wiederholst den gleichen Satz gefühlt 5000 Mal. Und in der Zwischenzeit suche ich die ganze Burg, eventuell die komplette Welt ab, sammle die fehlenden Teile, bringe sie alle hierher, löse das Rätsel und öffne den nächsten Pfad. Habe ich das richtig verstanden? Seht euch nach den fehlenden Teilen um. Selbst in diesem Chaos sollten sie einem auffallen. Ich habe es richtig verstanden. Na gut. Okay, suchen wir die fehlenden Teile. In diesem Chaos sollten die ja auffallen. So, diese Vögelchen da oben, die sind übrigens für den Dawnguard-DLC ganz neu produziert worden. Die haben auch einzigartiges Loot, was man nirgendwo sonst in der Welt von Skyrim finden kann. Ist schon ein ziemlich cooles Detail. Gut, Monduhr. Teile. Nächste Folge. Skyrim. Bis dann.